Dieser Nacht konnte ich schlecht schlafen. Ich machte mir viele Sorgen. Ein unbekanntes Wesen hatte Lord Ecke in seiner Gewalt, weil er anscheinend zu viel wusste. Ich konnte mir nicht erklären, was es damit meinte. Vor allem wusste ich nicht, was dieses Wesen war. Wir hatten es noch nie gesehen oder überhaupt davon gehört. Ich zumindest nicht. Ich versuchte mir zu erklären, was passiert sein könnte. Am Ende vermutete ich, dass dieses Wesen vermutlich die neue rechte Hand von Latias sei, seit Lord Ecke die Seiten gewechselt hatte. Vermutlich hatte es etwas zu verbergen und Lord Ecke hatte es auf seiner Reise herausgefunden. Nun würde das Wesen verhindern wollen, dass dieses Geheimnis ans Licht kommt. Aber ein Satz aus meiner Vision verfolgte mich dauerhaft. Ich habe noch Nutzen für ihn. Ich war mir trotz allem sicher, wenn wir diesen Krieg gewinnen würden, würde ich Lord Ecke retten und die Wahrheit herausfinden können. Am nächsten Tag brachen wir alle zusammen auf, um Cresselia in der Mondsteingrotte zu treffen. Und zwar bewusst, dass sie die Wächterin sein musste, die das Portal zur dritten Prüfung bewacht. Doch die Wächterin der Kristalle in den Welten der Prüfung blieb ebenfalls ein ungelöstes Rätsel. Nach einigen Stunden kamen wir am Fuß des Berges an, in dem ich meine letzte Prüfung erwarten würde. Zumindest meine letzte Prüfung, bis wir das reine Element besäßen. Am tiefsten Punkt der Höhle wurden wir bereits erwartet. Ihr seid also wirklich gekommen. Dialga und Peike haben mir bereits erzählt, was alles geschehen ist. Ich konnte es wirklich nicht fassen, dass Latias... Aber egal. Ich weiß, dass ihr bereits zwei der Kristalle habt, daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass du wirklich der Auserwählte bist, Günther. Trotz allem, wenn du bereit bist, darfst du nicht übermütig werden. Ich habe keine Ahnung, was dich erwartet. Also, bist du bereit? Ich wusste, es würde das letzte Mal sein, dass ich eine Prüfung mit diesen Worten beginnen müsste. Deswegen war ich mehr als bereit. Im nächsten Moment befand ich mich wieder in derselben merkwürdigen Welt, wie auch beim letzten Mal auf dem Zeitturm. Doch dieses Mal stand ein riesiges, dunkles Tor direkt vor mir. Die mir wohlbekannte Stimme ertönte wieder. Du bist also wirklich zu deiner letzten Prüfung gekommen. Sehr gut. Ich denke, ich muss dich nicht mehr fragen, ob du umkehren willst. Daher erkläre ich dir, worum es sich ursprünglich handelt. Anders als es ursprünglich geplant war, wird dies die schwerste Prüfung werden, die ich jemals austragen musste. Es tut mir leid, aber du musst sie bestreiten und bestehen. Ansonsten wird der Elementkristall dich nicht als Meister ansehen und du kannst deine Kraft nicht nutzen. In dieser Prüfung geht es um deine Stärke, sowohl körperlich als auch seelisch. Du musst den Feind bezwingen, der hinter diesem Tor lauert. Er wird dir keine Gnade gewähren, also pass auf. Der Kampf endet, sobald einer von euch beiden nicht mehr kämpfen kann. Kapitel 22. Ein überraschendes Wiedersehen. Ich hatte mit vielem gerechnet, bevor sich das Tor öffnete, doch eine Möglichkeit hatte ich nie in Betracht gezogen. Hinter diesem Tor stand Lord Ecke. Er sah aus, genau wie Latias, mit leuchtenden roten Augen und von Schatten umhüllt. Ich wusste, dass dies das Werk dieses dunklen Wesens war, das ich bereits gesehen hatte. Als es sagte, es habe noch Nutzen für Lord Ecke, es meinte anscheinend diese Prüfung. Kaum war das Tor aufgegangen, griff Lord Ecke sofort an. Ich merkte, dass es keine andere Möglichkeit gab als ein Kampf. Er war nicht der Herr seiner Sinne, doch gleichzeitig weigerte ich mich, ihn anzugreifen. Irgendwie musste es einen Weg geben, wie wir beide gesund und mit dem Elementkristall aus dieser Situation herauskommen würden. Mir fiel schnell auf, dass er durch die Schatten nicht nur seinen eigenen Willen verlor, sondern auch an Macht dazu gewann, als ob er nicht schon genug gehabt hätte. Ich versuchte es mit Angriffen, indem ich mir einredete, dass sie ihm sowieso nicht wehtun würden, solange er solche Macht hatte. Aber leider hatte ich recht. Er schien meine Angriffe nicht einmal zu spüren.
Durch sein enormes Tempo fiel es mir schwer, allen Angriffen auszuweichen, und ich merkte, dass die Lage aussichtslos war. Also gab ich das Angreifen fürs Erste auf. Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Meine einzige Chance, in diesem Kampf erfolgreich zu sein, war es, Lord Ecke vom Einfluss der Schatten zu befreien. Theoretisch hätte ich somit die Prüfung bestanden, denn in dieser Schlacht war nicht Lord Ecke mein Gegner, sondern die Schatten. Das größte Problem, das blieb, war nun die Umsetzung dieses Planes. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, denn ich verlor langsam meine Energie und es fiel mir immer schwerer auszuweichen, wohin mein Feind eher stärker zu werden schien. Ich durchsuchte meinen Beutel nach irgendetwas, mit dem ich es schaffen könnte, die Schatten zu vertreiben und Lord Ecke zurückzuholen, als mir ein merkwürdiges Leuchten im Inneren des Beutels auffiel. Ich war mir sicher, die Elementkristalle in Sicherheit bei den anderen gelassen zu haben, doch ich fand sie auf einmal beide in meiner Tasche. Ich erkannte, dass die Form der beiden Steine zusammenpassten, wie bei einem Puzzle, nur dass das letzte Teil noch fehlte. Also entschied ich mich schnell, die Kristalle zusammenzuführen. In diesem Moment strahlten sie ein helles Licht aus und ich war kurz geblendet. Als das Licht verschwunden war, schien Lord Ecke sehr verunsichert. Die Schatten waren deutlich schwächer geworden und ich hatte das Gefühl, dass sie manchmal für eine Sekunde verschwanden und Lord Ecke bereits gegen sie ankämpfen konnte. In einem Moment, als die Schatten kurz zurückkehrten, entschied ich mich für einen finalen Angriff. Es funktionierte genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Die Schatten verließen Lord Eckes Körper und schwebten, wie als seien sie in Panik umher, bevor sie ins Nichts entschwanden. Nun stand wieder der Lord Ecke vor mir, den ich kannte. Er schien nicht viel in dem Kampf abbekommen zu haben, aber er schien etwas verwirrt. Was ist passiert, Günther? Sind die Schatten endlich weg? Hast du es geschafft? Bevor ich antworten konnte, meldete sich die Stimme der Wächterin wieder. Ja, er hat es geschafft. Die Prüfung ist bestanden. Ihr habt es geschafft, an alle Elementkristalle zu kommen. Jetzt begebt euch zum Zwielichtforst, wo alles begonnen hat, und beendet diese Schlacht. Mit diesen Worten kehrten wir wieder in die Mondsteingrotte zurück. Cresselia schien nicht mehr hier zu sein, doch die anderen waren mehr als überrascht, als ich und Lord Ecke vor ihren Augen auftauchten. Was? Wie kommst du her, Lord Ecke? Was ist passiert? So begann Lord Ecke, Licht ins Dunkel zu bringen und uns zu erklären, was passiert war. Okay, also, nachdem ich die, ehrlich gesagt, sehr einfache Prüfung des Raumes geschafft hatte, habe ich sehr viel herausgefunden. Ich bin sofort nach meiner Rückkehr zur Raumspalte losgeeilt, um davon zu berichten, doch im Seelenwald musste ich kurz durchatmen. Ich unterbrach ihn. Und dort wurdest du von diesem dunklen Wesen angegriffen und hast den Kristall fallen lassen, das wissen wir bereits. Lord Ecke schien das nicht weiter zu verwundern, also erzählte er weiter. Ja, das stimmt, sie haben mich weggebracht und eingesperrt. Einen Tag später haben sie mich durch ein merkwürdiges Portal in die Welt der Prüfung gebracht und auf einmal hat sich dieses Wesen aufgelöst und ist in meinen Körper gefahren. Es war schrecklich, alles fühlte sich in dieser Zeit normal an und eigentlich war es das auch, aber irgendwie auch nicht. Dieses Wesen und die dunkle Macht hat meinen Körper gesteuert und ich konnte nur zugucken, was es alles tat. Dann ist nach einiger Zeit Günther aufgetaucht und hat die Prüfung bestritten und mich dabei von den Schatten befreit. Das war an sich die Geschichte. Mit dieser Aussage war aber noch niemand wirklich zufrieden. Das nächste Kapitel 22. Günther kann nicht zählen. Das reine Element. Das ist ja schön und gut, aber was ist dieses Etwas, das du weißt, das du nicht wissen solltest? Also dazu müsst ihr wissen, dass es meine Aufgabe war, herauszufinden, wer überhaupt die Wächterin der Elementkristalle sei. Nach all der Zeit war es für mich aber kein Problem, Latias Stimme zu erkennen. Er wurde unsanft von uns allen unterbrochen. Latias, das kann gar nicht sein. Die ist doch hinter uns her, warum sollte gerade sie uns die Kristalle geben? Das ergibt hier wirklich keinen Sinn. Da muss ich euch auch zustimmen. Sicher, dass du dich nicht verhört hast, Lord Ecke. Jetzt lasst mich doch erstmal erklären, bevor ihr euch alle aufregt. Dann wird das Ganze auch für euch Sinn ergeben. Also, es ist wirklich Latias. Sie hat dasselbe Schicksal ereilt wie mich, nur schon vor sehr langer Zeit.
Sie ist nicht schuld an dem, was sie tut. Sie wird von der dunklen Macht besessen. Mit ihrem Geist konnte sie jedoch in die Welt der Prüfung durchdringen und uns die Kristalle geben. Das heißt, von Anfang an war nie Latias unser Feind, sondern eine dunkle Macht. Es herrschte erst einmal für einige Zeit Stille. Ich durchbrach sie schließlich. Ich denke, es ist an der Zeit, das reine Element zu erschaffen, oder? Die anderen schienen auch aus ihrer Starre erwacht zu sein und stimmten zu. Zögernd führte ich das letzte Teil des reinen Elements zu den anderen beiden. Es blitzte wieder, dieses Mal stärker als beim letzten Mal. In diesem Licht konnte ich erkennen, dass vor mir etwas in der Luft schwebte, und als das Licht langsam verschwand, erkannte ich es. Es sah fast genauso aus wie dieses Wesen, das laut Lord Eckett die dunkle Macht hieß. Aber anders als diese strahlte das reine Element in gließendem Licht und warf Reflexion in allen Farben des Regenbogens an die Wände. Ich war etwas eingeschüchtert, doch ich legte es behutsam in meinen Beutel. Jetzt haben wir aber immer noch ein Problem. Wir haben so gut wie keine Zeit mehr. Es wird schon nicht mehr hell, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir zu deiner Basis hochkommen, oder, Necrozma? Kapitel 23. Finalstimmung. Die nächste halbe Stunde verbrachten wir damit, einen Plan zu schmieden, bis Necrozma eine Idee hatte. Hör zu, ich habe schon gehört, dass Latias, die dunkle Macht ihre Schergen losgeschickt hat, um euch gefangen zu nehmen. Allem Anschein nach dachte sie, dass wir aufgrund unseres Reiseweges von Silberdorf den Kristall des Traums zuerst holen. Dunkle Macht denkt, wir hätten erst einen der Kristalle. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel, Frank und dieser Sam. Sobald ich den Plan erklärt habe, brecht ihr nach Silberdorf auf und verbreitet dort das Gerücht, Günther und Lord Ecke seien gefangen genommen worden sein. Diese Gerüchte werden bis zur dunklen Macht vordringen. Dann morgen kommen wir ins Spiel. Aufgrund meines Körpers, der wie ein Prisma aufgebaut ist, kann ich gespeichertes Licht reflektieren und mich somit so aussehen lassen, als wäre ich eines ihrer Zoroark. Sie wird uns freiwillig in ihre Festung, vermutlich sogar in ihren Thronsaal lassen, in dem wir dann kämpfen können. Sind damit einverstanden, alle einverstanden. Niemand hatte eine bessere Idee. Also entschieden wir uns dafür, diesen Plan umzusetzen. Und Flönk und Bisasam brachen auf. Es ist zwar schade, dass wir euch in diesem Kampf nicht helfen können, aber solange wir unseren Teil zur Rettung der Welt beitragen können, bin ich zufrieden. Wir werden auf der Lichtung, auf der ursprünglich die Basis stand, warten, sobald euer Kampf begonnen hat. Ihr schafft das für diese Welt. Viel Glück.